Wir befinden uns hier im zweiten Stock, in dem Flur, und in dieser Nische sieht man, wenn man ganz genau hinschaut, eine spiralförmige Klavierseite. Das ist eine Arbeit von Axel Kretschmer, die hier noch ein Pendantstück hat, und zwar ein eigentlich erstmal im klassischen Sinne leeres Notenblatt, aber diese blaue Färbung, die man vielleicht auch in dem Sound wiedererkennt, weil hier sich sozusagen diese blaue Farbe im Kreis bewegt, ein etwas zittriges, eine zittrige Linienführung, und dann in einem Platsch, in einem Ton vielleicht mündet. Und genauso hört man das nämlich auch hier. Da war der Ton. Und zwar entsteht er, indem diese Klavierseite durch diese Gerätschaft von einem kleinen Messingrad, das aufgezogen wird, unter Spannung gerät und sich alle halbe Sekunde, ein paar Sekunden, 20 Sekunden entlädt. Und dadurch dieser Ton entsteht. Und begleitet wird dieser einmalige Ton, da war er wieder, durch einen Bordunenton. Dieses Rauschen, was man hört und vielleicht sogar sieht dort oben, das gehört dazu. Da war es wieder. Genau, so viel zum zweiten Stock und den Flur hier im Hugenottenhaus, der Ausstellung Freie Zimmer. Und ja, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei weiterem Stöbern auf der Artort-Seite und den weiteren Begegnungen und Bewegungen im virtuellen Ausstellungsraum.